habe es gelesen und ich habe mir sofort gedacht, das würde ich gerne spielen. Das ist ein amerikanisches Movie im Grunde genommen. Ich habe dich nicht gehen hören. Ich habe einen Einsatz. Die szenische Realität wird erleben. Ja? Prinzipiell muss man sagen, dass das Erzählformat von 45 Minuten Spielfilm ja kein handelsübliches ist. Das heißt, man findet wenig Blaupausen oder Beispiele für gelungene 45 Minuten, wenn man sagen kann, okay, die klassische dreiaktige Struktur des Drehbuchs, wie überträgt sich die auf eine Laufzeit, die nur die Hälfte des klassischen Spielfilms ausmacht. 8x45, das sind 8 Filme, 45 Minuten, die sich dem Genre Mystery verpflichtet haben, und zwar Mystery aus Österreich. Also das Projekt 8x45 ist eine Nachwuchsinitiative, das vom Filminstitut und vom ORF ins Leben gerufen worden ist, wo man gesagt hat, das 45er Format könnte ein sehr, sehr passendes Format für Nachwuchsfilmer sein. Ja, mit 8x45 wollten wir Regisseuren und Drehbuchautoren eine Visitenkarte bieten, quasi ihre erste filmische Visitenkarte, um einen Einstieg in dieses Geschäft zu finden, der bekanntlich auch in Österreich wie auch in allen anderen europäischen Ländern nicht einfach ist. Ich wollte mir das Genre Mystery mit einem modernen Film noir erschließen. Das heißt, einen Film, der in die Abgründe der menschlichen Seele schaut, wo man sehr zwiespältige, geheimnisvolle Figuren hat und vor allem, wo man nicht weiß, wo die Grenze zwischen Wachen und Träumern verläuft. Film noir ist zwar ein klassisches Genre, aber er ist eigentlich immer aktuell. Und ich habe versucht, einen besonders zeitgemäßen Film insofern zu machen, als im Zentrum der Handlung eine sehr moderne Frauenfigur steht. Nämlich eine Frau, die in der klassischen Doppelbelastung eines sehr anstrengenden Berufs und eines sehr anstrengenden Familienlebens steht. Mit welchem Recht regst du dich über meine Sauferei auf? Ja. Eine der größten Herausforderungen bei dem Film lag sicher darin, diese komplexe Geschichte in der kurzen Zeit erzählen zu können. Das Tor zur Hölle hat mehr Bilder, mehr Szenen als ein durchschnittlicher Spielfilm. Und damit verbunden war die zweite große Herausforderung, nämlich Schauspieler zu finden, die eine derartige Präsenz haben und Performances hinlegen, dass sie in der kurzen Zeit trotzdem sehr glaubwürdige, sehr plastische Charaktere zeichnen können. Ich hatte für die Susanne Czerny immer eine Wunsch- und Idealbesetzung, nämlich die Maria Mitterhammer, und hatte das Glück, dass sie das auch so gesehen hat und bereit war, sich auf diese Rolle vorbehaltlos einzulassen. Und sie hat eine Performance geliefert, die schlichtweg atemberaubend ist. Wir haben in der ersten Maiwoche im Windfluss unten gedreht, eine gesamte Woche unter Tag. Und es war noch eine sehr, sehr kalte Woche. Und die Stunden über Stunden ohne Tageslicht in diesem grau, nass, kalt, nur durch spärliche Neonröhren ausgeleuchteten Tunnel, in dem dauernd ein miefiger, kalter Wind durchgezogen ist, die waren physisch und psychisch extrem fordernd. Das war alles extrem anstrengend, aber das gehört sich so für diesen Film. Das ist hier Hardcore das habe ich gewusst, als ich es gelesen habe, und ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich genieße das auch, dass es richtig heftig zugeht hier. Das Drehbuch ist fantastisch. Das hat das Zeug für einen Kinofilm, und ich hoffe, dass wir dem Fernsehen gerecht werden. Ich bin jetzt etwas erleichtert, weil ich bin ja auf dieser Aluminiumschüssel da gelegen, und irgendwann schlafen einem die Füße wirklich ein und tut einem irgendwie alles weh. Also als Leiche möchte ich etwas bequemer liegen. Aber ich genieße das ja jetzt auch. Ich meine, wer kriegt schon den Bauch gestreichelt um 21 Uhr? Ich würde bitten, dass wir den Alexander hier zum Abtransport bereit schon mit der Pfanne haben. Wir haben viel über den Tod heute gesprochen. Das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, damit umzugehen. Aber ich meine, es ist schon ein bisschen auch Abenteuer.
bitte los. Also, Todesursache waren eindeutig zwei Schusswunden. Einmal ein Brustkorb, Hauptschlaglinke, Brustwarze und Brust. Ah, das Lustigste überhaupt war das im Kanal, also im Wienfluss. Es schaut zwar nicht lustig aus, aber es war einfach lustig, da mitzumachen. Wo ist er? Schmeißer! Und bleib, wo du bist! Heb's auf! Heb's auf! Und wir haben so viel geblödelt miteinander, haben wir dann immer gleich so tack, umgeschaltet und so. Durch einen Führer, armes Opfer. Und wir haben, für mich war es auch lustig im Kanal unten, weil wir so lachen müssen, weil wir immer im Gatsch gestanden sind. Im Gatsch ist übertrieben, wir sind in der Scheiße, unterdrehen, wir sind in der Scheiße gestanden. Es war ja extrem, wenn ich wusste, was ich angerichtet habe mit meinem Drehbuch. Ja? Weil ich habe einen Film geschrieben, der aus der Sicht dieser Frau erzählt wird. Und die sind in jeder Szene. Heute am letzten Redakon haben wir die zwei Szenen gedreht, in denen die Hauptdarstellerin nicht ist. Sonst ist sie in jeder Szene. Und das war für mich ohnehin als erster Spielfilm eine völlig neue Erfahrung. Für die Marion Mitterhammerl eine besondere, weil sie hat noch nie einen Dreh erlebt, wo sie in drei Wochen Drehzeit mit extrem harten Drehtagen in jeder Szene ist. Das ist absoluter Hochleistungssport. Es ist ganz selten, dass man die Möglichkeit hat, in 45 Minuten eine Figur zu spielen, die alles hat, die Trauer hat, die Wut hat, die Zusammenbrüche hat, die eine in sich gebrochene Figur ist. Das ist ganz, ganz selten, dass man solche Bücher kriegt. Und da habe ich schon kapiert beim ersten Mal durchlesen. Also da ist was drin, da ist Potenzial. Es gibt bestimmte Rollen, die gehören einem. Und ich glaube, die Czerny, ich habe halt den Eindruck, dass das meine ist. Das war genial. Es war schlichtweg genial. Lass dich voll wie das einmal. My Hero. So, ja. Man kann sich noch kurz aufwärmen. Ich glaube, es war gar nicht so wild, weil ich war schon wieder draußen, bevor alles nass wurde. Insofern war es nicht so schlimm. Aber ich bin froh für alle, dass wir jetzt nicht eine Trockenlegung haben und es neu anfangen müssen. Im Regiesessel verbringt man als Regisseur die wenigste Zeit, weil die tatsächlichen Dreharbeiten sind der kürzeste Teil des gesamten Erstellungsprozesses. Ist auch gut so, weil es ist sicher der anstrengendste. Aber Drehbuch schreiben und vor allem natürlich die Postproduktion sind die weit überwiegenden Arbeitsanteile im gesamten Erstellungsprozess. Völlig falsch wäre es zu glauben, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Schnitt steht, der kreative Prozess abgeschlossen ist, sondern ganz im Gegenteil. Man hat mit Komposition und Sounddesign noch ungeahnte Möglichkeiten, den Film zu gestalten und die emotionale Leser zu beeinflussen. Und dazu kommt natürlich auch die Arbeit mit den Schauspielern in der Synchronisation, wo man die Möglichkeit hat, die eine oder andere Korrektur zu machen und das eine oder andere Sahnehäubchen draufzusetzen. Josef? Ja. Dieses Wo bist, das kann schon fragend sein, weil vielleicht fällt es ja wieder zu einem Freitag. Wo bist? Wo bist? Ich hab dich nicht gehen hören. Ja, aber nein, Satz. Was besonders Spaß gemacht hat beim Tor zur Hölle war, gewisse Binsenweisheiten des Drehbuchschreibens über Bord zu schmeißen. Die wichtigste davon, kein offenes Ende zu verwenden. Vom offenen Ende wird einem immer abgeraten, weil man sagt, das Publikum bleibt frustriert zurück, weil bestimmte wichtige Antworten vom Film nicht gegeben werden. Ich glaube, beim Tor zur Hölle wäre es besonders frustrierend gewesen, diese Antworten zu geben. Das war mir schon ein großes Anliegen, dass man nicht irgendwie am Ende das vollkommen aufklärt und ganz klar ist, das war nur ein Traum, sondern uns war wirklich sehr wichtig, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, das ist schlussendlich gelungen. Ich hoffe, es ist nicht zu
irritierend, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade in dem Genre verschiedene Möglichkeiten der Interpretation offen zu lassen. Der Thriller drängt alles in die Realität. Wer war wann dort, wer hat es gesehen, welche Fakten, welche DNA-Spuren gibt es, während natürlich Mystery drängt alles ins Geheimnisvolle und ins Übersinnliche. Arbeitet dem völlig zugegen. Darum meinen manche, das Genre kann nicht funktionieren, aber es gibt eben viele Beispiele aus der Filmgeschichte, wo das sehr erfolgreich funktioniert hat. Ob es innerhalb von 42 Minuten und 24 Sekunden auch funktioniert, dieses Bild, muss ja natürlich jeder selber machen.